Hallo und willkommen bei Corpus Motum. Ich bin Patrick Rudolfer, euer Coach und Physiotherapeut. Gemeinsam mit Antenne Kärnten gibt es heute wieder den Antenne Kärnten Fitness-Tipp. Bei uns auf unserem Channel erklären wir die Übung noch einmal und geben noch ein paar zusätzliche Infos dazu. Wir stellen uns hüftbreit hin, Unterbauch ist leicht gespannt. Wir versuchen die Wirbelsäule aufrecht zu halten. Und dann strecken wir die Arme nach oben. Die Hände können sich oben eben berühren. Und jetzt schauen wir, dass wir uns ganz leicht zur Seite neigen. Wir spüren hier entziehen. Unterbauch bleibt gespannt. Wir atmen aber ruhig und gleichmäßig weiter. Beim nächsten Ausatmen lassen wir einfach einen Sch-Laut einfach los. Und dadurch eben können wir unseren Körper noch etwas mehr dehnen. Tief einatmen und und noch einmal auf die andere Seite. Diese Übung kommt aus der traditionellen chinesischen Medizin. Wir machen das Ganze 8-mal. Diesen Sch-Laut natürlich im Büro zu bringen, ist eine Aufgabe, die natürlich auch für das Selbstbewusstsein wichtig ist, weil wenn ihr jetzt auf einmal so aufsteht und zum Sch-Machen anfangt, werden euch eure Kollegen etwas schief anschauen. Nehmt sie mit, sagt zu ihnen, steht alle auf, machen wir mal gemeinsam diese Übung und eins kann ich euch garantieren, dass auf jeden Fall schon einmal ein Lachen im Büro einmal da ist. Und das heißt, die Stimmung im Büro ist sicher schon mal besser. Durch die Streckung nach oben, das Atmen und dieses Sch, wirklich dieses Mobilisieren des Zwerchfells, kommt natürlich kreislauftechnisch auch wieder zu einer besseren Versorgung im ganzen Körper. Das Hochstrecken ist gut für die Organe, ist gut für den ganzen Körper. Wenn ihr Schmerzen im Schulterbereich habt, dann geht es nicht so weit hoch. Ihr könnt auch einfach nur mal die Hände hier in die Hüften reintun und einfach nur so einmal zur Seite hergehen. Oder auch eben die Hände vorne am Brustbein überkreuzen und einmal so hergehen. Wenn ihr Schulterprobleme habt, könnt ihr die schmerzhafte Schulter eben einfach so nehmen und dann einfach ganz leicht eben vorne in dem Bereich bleiben, wo die Schulter eben nicht wehtut. Okay, und sonst einfach schauen, dass ihr nur den Oberkörper eben zur Seite neigt, einmal rechts, einmal links. Aber die Grundübung eben ist wirklich mit den Armen oben, so gut es geht, zur Seite neigen und eben Sch. Das kannst du ja 5 bis 8 Mal. Und den nächsten Antenne-Fitness-Tipp kriegt ihr morgen auf Antenne und bei uns auf unserem YouTube-Channel natürlich auch. Die ganzen Übungen, die wir jetzt in den nächsten Tagen mit euch machen, haben wir zusammen mit Antenne Kärnten in ein E-Book eben zusammengefasst und den Link dazu findet ihr unten und schaut euch das Ganze an, ladet es euch herunter und bis zum nächsten Mal, bis morgen. Euer Coach und Physiotherapeut von Corpus Motum, Patrick Rudolfer. Der Antenne Fitness-Tipp. Präsentiert von Corpus Motum, die Bewegungsexperten fürs Büro. Jetzt Ihre Angestellten anmelden auf corpusmotum.com.